Guten Tag zusammen. Wir haben den 19. Februar, es ist 5:32 Uhr morgens, gähn. Das ist so die übliche Zeit, wo ich aufstehe. Und vor euch liegt der Chart des Nasdaq. Den haben wir jetzt auch schon ein paar Tage mal wieder nicht gemacht. Müssen wir mal reinschauen, weil da passiert ein bisschen was momentan. Und ich mache den Chart auch gleich hier größer, dass wir uns das mal besser anschauen können. Ich habe einen Kanal gelegt, der sieht so aus. Obere, untere Begrenzung. Das macht natürlich jeder anders. Ich mache das so. Mit dem habe ich eigentlich bisher Spaß gehabt, muss ich sagen. Es geht um Folgendes. Wir hatten ex notiz sogar schon Kurse von über 13.900. Irgendwann morgens in Japan oder wo auch immer. Aber wir haben die 13.900 nicht geschafft. Wir haben, und das sieht man hier, die obere Begrenzung des Trendkanals liegt zusammen mit dem oberen Band. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Das ist keine Frage. Und da sind wir momentan, wo ist mein Fadenkreuz? Heute, jetzt hier, heute für den Tag, wir haben Freitag, wären wir bei 14.038. Deswegen suche ich mir Puts, da komme ich gleich drauf, immer die deutlicher hier oben drüber liegen. Was ist passiert? Wir haben mal ein bisschen Luft abgelassen, das ist auch gut so. Ich habe den Eindruck, man lernt jetzt auch in Amerika, auch bei den ganzen Frischlingen, sorry, wenn ich das so sage, bei den Leuten, die jetzt durch GameStop und wie es alles heißt, das erste Mal an der Börse dabei sind, die merken auf einmal, ups, Börse ist keine Einbahnstraße. Und das ist auch gut so. Börse ist schwierig. Ja, immer wenn ich einen höre, der sagt, ja, das war ein einfaches Signal, dann mache ich meistens einen Film aus. Börse ist nicht einfach. Das war es nie und das wird es auch nie sein. Es gibt manche Momente, da ist es offensichtlich, aber die Kombination in einem Satz mit dem Wort einfach und Börse, das werden Sie bei mir nicht finden. Wir sind auf die 20-Tage-Linie gegangen, wir waren da sogar ein bisschen drunter. Im Chat, im Facebook-Chat habe ich dann geschrieben, dadurch das letzte Drittel meiner Nasdaq-Puts aufgelöst. Ich habe jetzt heute hier und jetzt keine Position. Die ist gestern, irgendwann Nachmittag, ist die rausgeflogen. Also wir sind auf die 20-Tage-Linie in der Mitte der Bänder, von daher völlig neutral. Gleitende Durchschnitte, noch immer positiv. Es ist nichts dran zu meckern. Wir haben hier eine untere Unterstützung, die ist so ganz grob bei 13.150 und hier direkt unten drunter bei 13.060, Entschuldigung, 13.040 haben wir das untere Band. MACD als Trendfolger ist nicht nur über die moderne Sichtweise, sondern auch über die traditionelle negativ auf einem insgesamt recht hohen Niveau. Aber das ist klar, der Markt ist ja auch auf einem hohen Niveau. Stochastik hat ein Verkaufssignal geliefert. Von daher glaube ich einfach, wir sind nach oben jetzt erstmal limitiert. Die meisten Zahlen sind raus. Und auf einmal liest man heute Morgen in Pressen Inflationssorgen, Jobsorgen. Komischerweise Dinge, die einem schon seit Wochen bekannt sind, insbesondere die Jobs. Aber dann auf einmal sucht sich der Markt einen neuen Magnet, an dem er sich festhalten kann. Also von daher muss ich davon ausgehen, dass wir nach wie vor Platz haben, eher noch nach unten. Eine sehr, sehr wichtige Unterstützung ist dieser Bereich hier. Da sind wir bei 12.852. Den sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Aber ich muss damit rechnen, dass wir den Kanal komplett ausfüllen, so wie wir es hier gemacht haben. Oder letztendlich auch hier. Davon muss ich ausgehen. Das heißt, ich bin jetzt entweder glatt oder short. Oder ich warte, bis es vielleicht mal wieder ein bisschen korrigiert. Heute Morgen sind wir irgendwo bei 13.570, also ungefähr 70 Punkte unter dem Schlusskurs von gestern. Ja, gut, das nehme ich erstmal so hin. Aber nochmal, ich glaube, dass hier so ein bisschen so ein Umdenken stattfindet. Es kursieren ja auch die Fotos von diesem sogenannten Warren Buffett-Indikator, der jetzt einfach zu hoch ist. Und da werden die Leute hoffentlich ein bisschen vorsichtiger. Der Markt muss mal atmen. Ich habe folgenden Call mitgebracht. Und zwar ist das dieser hier unten, 12.961. Das hat im Moment, hat der Schein einen Hebel von 20 und das ist die Kennnummer Gustav Heinrich 1 Dora Paula Theodor GH1DPD. 12.961, der liegt hier. Ich nehme ihn nicht, noch nicht. Ich möchte jetzt mal schauen, wie der sich hier in den nächsten 2, 3 Tagen hier verhält. Nimmt er die 20-Tage-Linie als so eine Art Sprungbrett und geht nochmal hoch. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass der nicht ein neues High machen wird.
Das heißt, ich möchte jetzt erstmal warten, geht er hier runter, sieht er das und je nachdem, wie dann sich die Technik abgebaut hat, also wie lange das dauert, dann bin ich mal bereit. Also der kommt auf jeden Fall auf die Watchlist, aber er muss deutlicher drunter sein. Da, wo jetzt die Maus ist. Er muss drunter sein, unter dem Trendkanal, unter dem unteren Band. Ja, dass man, wenn der hier mal durchschießt und sowas kann passieren, dass man dann durchaus noch die Möglichkeit hat, da zu reagieren und den Stop sinnvoll zu legen. Beim Put ist es für mich einfacher. Beim Put gehe ich hinter das High, was wir jetzt hatten, diese ganz grob 13.900, aber ich gehe ein bisschen weiter weg. Und da habe ich mich für den entschieden, das ist auch so ein 20er Hebel, im Moment ein 21er, 14.288. Das ist die Kennnummer GC66N0. GC66N0. Da sind wir also 14.288, da sind wir, na komm her, hier, ganz grob hier. Ich lege den bewusst hinter den Kanal. Ich rechne tendenziell eher damit, dass der Markt nochmal hier runter gehen wird. Deswegen, ich hoffe, dass er nochmal ein bisschen korrigiert, ein bisschen hochgeht auf so eine 13.750, 13.800. Und dann werde ich den wieder kaufen, allerdings schon mit einem ordentlichen Sicherheitsabstand zu dem letzten Hoch, zu dem oberen Rand des Trendkanals, zu dem oberen Bollinger Band. Also da muss hier schon oben drüber liegen. Dann halte ich auch mal 100 Punkte gegen mich an. Aber wenn ich da zu nah dran bin, dann möchte ich sagen, kriege ich Angst, aber dann werde ich nervös. Also ich bin der Meinung, vor dem Hintergrund von diesen ganzen technischen Indikatoren hier, wir sollten den Markt eher weiter unten sehen. Es wäre zu hoffen, dass er nochmal eine kurze Korrektur nach oben macht, damit man nochmal neu einsteigen kann und sich hier oben Putz holt. Ich halte mich mit Longs eher zurück. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.